Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Community Beef, würde ich sagen. Und ich habe zwei Ankündigungen zu machen. Zum einen hat das mit der Person zu tun, die hier mit am Start ist. Und zwar stellt sich die Person gerade mal ein bisschen selber vor und deren Funktionen, die wir hier haben, für ihn vorgesehen und so. Richtig, ich bin Imperator E3. Der Einfachheit halber kann man mich einfach auf Impi nennen, so wie das viele hier tun in der Community. Und ich werde den Skyline in Zukunft mit Blogbeiträgen unterstützen. Wir haben geplant, verschiedene Features zu machen. Wir werden die Spiele, die der Chico Let's Played, werden wir vorstellen. Wir werden aber auch generell, oder ich werde generell über die Welt der Spiele einfach ein bisschen erzählen und meine Meinung kundtun. Ja, der Blog muss erst noch erstellt werden, aber sobald es alles erledigt ist, werden wir dann auch die Domain, denke ich mal, irgendwo veröffentlichen. Also, ja. Das ist jetzt erstmal der Plan. Genau. Ich bin auch schon seit Ewigkeiten Xbox-Gamer, habe schon eine Xbox 1 gehabt, jetzt die 360, die Xbox One ist vorbestellt und ja, meine Leidenschaft sind Games und das will ich mit euch teilen. Tja, dann herzlich willkommen im Team. Man muss jetzt damit sagen, dass er die erste Person ist, die jetzt wirklich richtig mitmacht. Der Axios wollte ja mitmachen, der ist aber kein leidenschaftlicher Zocker mehr. Auch durch Arbeit, bundeswehrmäßig, hat er nicht mehr so viel Zeit am Start. Wechselt auch zur PlayStation, soweit ich gehört habe. Ist ja nicht schlimm, ne? Kann man ja auch, wenn er später halt einen vernünftigen Beruf hat, wo er auch mehr Zeit hat, dann wird er wahrscheinlich richtig anfangen. Aber so zur Zeit ist er halt ab und zu mal mit Gastauftritten. Zwei andere Personen, die gesagt haben, yo, ich mach mit. Oder drei andere Personen. Sind immer auch am Rumprobieren. Zwei wollten mich für einen Computer machen. Der andere ist gerade von 6 Wochen Urlaub erst zurückgekommen und muss sich natürlich erstmal wieder zu Hause einleben und Schule und sowas. Das muss dann wieder auf die Reihe kommen. Daher müsst ihr euch noch leider mit mir weiterhin begnügen. Bis jetzt hat das ja ganz gut geklappt. Was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen eine Runde Invasion spielen. Achso, warte mal. Nee, die andere Ankündigung. Und zwar ist ja demnächst, nächste Woche, eine Minecraft-Update. Und zwar soll die Höhe von 128 auf 252 Blöcke oder 256 Blöcke erhöht werden. Sprich, man kann wesentlich höher bauen. Da habe ich mir natürlich gedacht, ach, da könntest du mal eine Stadt im Himmel bauen. Wäre mir ganz interessant. Jetzt ist die Frage an euch. Also ich will kein Minecraft-Let's Play machen, wo ich wirklich dann die ganze Zeit irgendwas mache und durch die Gegend laufe und Sachen sammle und sowas. Das werde ich alles offline machen. Um diesen geht es einfach nur um das Schloss, die Stadt oder was auch immer, was wir da oben hinbauen, die Stadt im Himmel halt einfach bauen. Das ist einfach so mein Gedanke, den ich gerne mal verwirklichen würde. Und ich frage halt euch, ob ihr sowas aufgenommen haben möchtet, ob ihr sowas Let's Played haben möchtet oder ob ihr sagt, nee, komm, lass stecken, gibt genug Minecraft-Scheiß. Und es gibt es einfach auch zu viel. Wie gesagt, das bleibt euch übrig, schrottet es in die Kommentare und ich würde sagen, wir zocken jetzt eine Runde. Los, starte irgendwas! Genau. Invasion. Also man muss sagen, wir haben uns noch nicht eingespielt. Also erwartet nicht zu viel. So, jetzt einmal heimlich was trinken. Ja, zu Invasion gibt es ja auch eine kleine Geschichte. Der Chico und ich, wir lieben einfach Multiplayer-Spiele, wo es auch ein bisschen auf Strategie ankommt. Und da ist man natürlich beim Invasion-Modus genau richtig, weil es eben um Angriff, Verteidigung, Positionen geht. Und das ist wirklich ein spannendes Ding und meiner Meinung nach auch mit Abstand der beste Modus in Halo Reach. Ja, der eigentlich auch einfachste, also der einzige vernünftige Spielmodus, wo du halt auch mal vernünftige Gegner halt antriffst. Also nicht diese Overpros die ganze Zeit nur. Und ich sag mal, ein SWAT, da brauchst du halt kein Können, da brauchst du vernünftiges Internet. Und dann kannst du halt vernünftig auf den Kopf schießen, dann sind sie alle sofort tot. Also meiner Meinung nach nichts Besonderes. Sniper, okay, ich spiele auch ganz gerne mal Team Sniper. Habe ich früher gesuchtet, aber jetzt irgendwie nicht mehr so, seitdem ich halt der Einzige bin, der spielt. Und ja, wir mögen es halt einfach dieses Teamplay-Gedöns. Aber wenn du manchmal solche Idioten dabei hast, wo du denkst, boah, ja, halt die Fresse, ey. Denk mir so, ich stelle erstmal alle Stimmen, die wir jetzt hier auf Lauts hier haben, gedöns. So, erstmal ruhig machen. Ja, scheinen aber ganz humane Gegner zu sein.
kann natürlich auch zweiter Account sein, das will ich jetzt damit nicht, nicht sagen, ne? Tja. So, MP, sag mal, was... Das Gefährliche. Ja, und sie? Ja, das Gefährliche ist hier natürlich immer, sobald eine Person aus dem Team aussteigt, hat man eigentlich fast schon verloren, weil man ist wirklich auf jeden Player hier angewiesen. Und da kann wirklich, sag ich mal, eine Person schon das Zünglein auf der Waage sein. Ja, das ist leider so. Aber wenn, das haben wir schon oft erlebt. Ich sag mal, bei einigen Spielmodus hat man halt damit einen Vorteil. Bei Slayer oder sowas hat man einen Vorteil, wenn man eine Person weniger ist, weil man halt dann weniger Angriffsfläche hat, ne? Das ist schon, aber hier kann das kritisch werden, wenn du halt dann nur noch Vollpfosten im Team hast. Und dadurch, dass halt keiner nachjoinen kann, Invasion. Ist das schon selten Angriff. Scheiße. Das war ich, übrigens. Ja, Das macht auch gut, dass wir es geredet haben. Ja, MP, sag mal, was war denn so dein erstes Spiel, was du so gespielt hast, was du wirklich gesuchtet hast, also auch geistlich halt auch mitbekommen hast, dass du das gespielt hast? Ich glaube, das war Mario 64, damals für den Nintendo 64. Mhm. Das war auch so mein... Wobei, jetzt fällt mir gerade noch ein, ich hatte ja vor dem Nintendo 64 auch schon Game Boy Color, und da habe ich natürlich auch in der Schule mit meinen Kumpels Pokémon gespielt. Das war ja ein unglaublicher Hype. Jeder hatte Pokémon, jeder hat gezockt. Jeder hat im TV geguckt, also das war ein riesiger Hype, und da konnte ich mich auch nicht davon... Aber hast du das jetzt nur wegen dem Hype gespielt, oder weil du es auch gut fandest und lustig fandest? Nee, ich fand, Pokémon ist meiner Meinung nach ein unglaublich gutes Spiel. Es macht süchtig, immer neue Pokémon zu finden und die Geheimnisse der Insel immer aufzudecken, und ich fand es unglaublich gut, und Pokémon ist auch nach wie vor noch ein wahnsinnig gutes Spiel, und es ist ja immer noch... extrem erfolgreich, muss es man ist sagen. Noch erfolgreich, ja, aber es ist nur, weil es halt nichts Neues gibt in der Art und Weise. Ich finde die neuen Pokémon relativ sinnlos. Ein schönes Beispiel, das neueste Pokémon, was dazu kommt, sind bitteschön, hab ich ja gerne Arsch gerettet. Jetzt bitte nochmal. Ja, ich musste nachladen mit beiden Waffen. Wir haben hier zum Beispiel beim Anfangs-Pokémon der Rubin, gab es ja Flamby, nicht Flamby, doch Flamby. Lenny, Lobob, wie heißt der Scheiß für den Fall? Ich komme jetzt nicht drauf, tut mir leid, ich kenne nur Flamby und Logok. Die mittlere komme ich gerade nicht drauf. Junglut, genau, Junglut. Flamby, Junglut und Logok. Jetzt haben sie in der neuesten Edition X und Y, habe ich gesehen, haben sie jetzt auf diese Anfangs-Pokémon von Rubin noch eine Entwicklung draufgeknallt. Einfach weil sie einfallslos dumm waren und nichts anderes hingekriegt haben. Und aber was am neuen Pokémon ja ziemlich gut sein muss, ist, dass alles in 3D ist. Also nicht Welt, sondern auch der Kampfmodus ist in 3D, was ich relativ cool finde. Ja, ich habe ja Pokémon. Weil das ja wirklich mal. Ja, ich habe ja Pokémon Mystery Dungeon halt Let's ein bisschen halt, ne? Gib ihn! Oh, vielen Thanks. So, da haben wir das. Oh, ich habe noch einen Balken, Alter. Scheiße, die hauen! Ja, ich finde aber ziemlich einfach das, was in den letzten Pokémon halt gemacht haben. Aber wie gesagt, Pokémon Mystery Dungeon, das neueste, fand ich ganz cool. Hätte ich auch gern gespielt, wenn es nicht für den hässlichen 3DS, nicht nur für den geben würde. Weil der 3DS einfach mal so schlecht ist, ganz ehrlich, Leute. Da ist alles verschoben. Du hast es nicht als 3D, du hast es einfach nur als zwei Bilder verschoben. Als hätte jemand das Bild in Bild gemacht, aber halt nur leicht halt versetzt. Das ist dumm. Unnötig. Aber gut, es ist. Ja, ich bin generell kein großer Fan von 3D. Ich mag 3D in Kinofilmen. Ich mag es nicht unbedingt auf meinem Gameboy, weil es ist erstens extrem anstrengend für die Augen. Scheiße. Und oftmals ist der 3D-Effekt wirklich schlecht. Also es gibt wirklich wenige Filme oder auch Spiele, wo der 3D-Effekt richtig gut gelungen ist. Ja, aber Pokémon muss ich ja sagen, habe ich ja auch richtig gesuchtet. Muss ich aber sagen, das habe ich nur durch den Raptor habe ich das nur so gemacht, weil wir uns immer gegenseitig angespornt haben halt. Wer war besser, wer ist besser, und hast du es gesehen? Was haben wir gemacht? Wir haben immer den ersten Glas, was du finden konntest, haben wir
bis Level 16 halt, dass du man da trainiert, weil ich einfach mal immer den ersten Trainer rausgeht. Einfach nur, weil wir, ja, bevor wir den ersten Trainer haben wollten, wollten wir halt auch schon Glutexo haben. Das war so eine Macke von uns, keine Ahnung. Gibt's ja nicht. Er hat's geschafft, mein Wraith, das Feuerding oben ab wegzuschießen. Ich konnte nicht mehr feuern mit dem Wraith. Das war noch nie passiert. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich vielleicht noch ein paar Spiele auf dem Gameboy gespielt. Ich hatte auch den Gameboy Color. Ich weiß nicht, ob sich an den noch welche erinnern. Der war relativ klein und war dann sozusagen der Nachfolger von diesem mega klobigen ersten Gameboy. Konnte auch schon, glaube ich, 5 Farben oder so darstellen. Was ja damals noch unglaublich technologisch entwickelt war. Ich glaube, man heute lachen würde. Ja, und dann meine erste richtige heimische, also stationäre Konsole war der N64 und mit dem haben wir sehr, sehr viel gespielt. Ich weiß gar nicht, ich habe die Super Nintendo, glaube ich, gehabt. Das war meine erste richtige standfeste Konsole. Ich würde sagen, auf dem Computer, auf dem Gameboy, habe ich, wenn überhaupt, auch nur Pokémon gespielt. Alle anderen habe ich gar nicht gespielt da. Alle anderen habe ich nicht für die Möglichkeit. Lass uns mal diesen Hornet. Ja, bin hier schon dabei. Ja. Der Pilot ist aufgestiegen. Aufgegeben. Hab ich für den Abschuss. So, das ist down. Nee. Kern. Für alle, die Invasion nicht kennen, das Ziel ist hier jetzt, den Kern zu stehlen und zurück zu unserem Schiff zu bringen. Wiederum, die Gegner müssen das natürlich verhindern. Ich bin keine Gegner mehr. Der Kern liegt hier ganz gut eigentlich. Wir müssen ja, ich bin mal ganz mehr. Hier. Aufpassen, dass die Fahrzeug rauskommt. Also einfach die Gegner vom Leib. So, die haben eine neue Hornet, aber die fliegen nicht. Okay, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich hab den mit Spartanlaser weggeschnitten. Das wäre, glaube ich, deine größte Gefahr gewesen. Alter, was war das denn? Oh ne, jetzt kommt die Hornet wieder. Noch eine Minute. Captain! Ja, ich hab ihn, Hammer! Schön, bin mal down. So, unsere Bench ist auch wieder am Start. Was ist das denn? Und ich glaube, er ist. Die sind wieder am Leben. Wir haben ja eine Hornet. Oh ne, vorm Ziel. Kurz vorm Ziel. Ich komme, ich bin am Start. Noch 30 Sekunden. 30 Sekunden bitte. Wenn wir es aufnehmen, ist in Ordnung. Kern, ich hab den scheiß Kern! Ich hab ihn weit nach oben gebracht! Komm! Nimm ihn einfach! Gib ihm! Nein! Er hat mich weggeschrotet! Ja, komm schon! Leute, come on! Einfach packen! Noch pack 10 ihn einfach. Sekunden! Das kann nicht so schwer sein! Der Kern liegt 2 Meter vorm Ziel, das ist richtig bitter. Oh, das gibt's doch nicht! Ich hab ihn gestuckt! Ich hab ihn gestuckt! Auf der Distanz habt ihr das gesehen, ich hab ihn gestuckt, 100% hab ich ihn gestuckt. Fuck it! Ah, das ist ärgerlich. Ärgerlich. Das ist ärgerlich, so kurz vorm Ziel. Naja. Ja, der eine ist dann mit dem Ghost Windows durch die Gegend gefahren. Kein Plan. So, jetzt müssen wir verteidigen, genau. Jetzt haben sie verloren. Jetzt haben wir halt hier die Chance, Abwehr. Trotzdem noch zu gewinnen, indem wir sie halt schon direkt am Anfang halt aufhalten. Ja. Ansonsten ist es halt Gleichstand. Aber wir stimmen einfach dann ab, wer diese Bombe am weitesten weggetragen hat. Weil man sagen muss, hier die erste Runde ist schwer zu verteidigen. Alter, überlebt doch jetzt nicht schon wieder alles. Hier andere, guckt das euch an. Was ich jetzt drauf pfeffern muss, damit der wieder kippt wird. Alpha wird angegriffen. Fuck it, ja, ich hab gerade voll den Fehler gemacht. Verpiss dich! Ja, ich hab ihn noch! Oh, Alter, das war knapp.
Ich habe voll viele Fehler gemacht gerade. Bravo wird angegriffen. Das heißt, da kommst du zu Alpha und in dem Moment gehen sie schon wieder auf Bravo los, weil unsere Leute halt nichts können. Nichts können hier oder was? Ich wollte sagen, das ist ein DMR. Den nehmen wir uns mal mit. Ich bin ja kein DMR-Freund, muss man ja auch sagen. Ich bin ja eher der BR-Freund, aber. Ja, das. Aber ich habe ja. Man könnte ja Halo 4 spielen, wo es die BR wieder gilt. Aber Halo 4 ist immer Scheiße! Entschuldigung. Ja, und es gibt leider keinen Invasion-Modus bei Halo 4, was auch sehr, sehr schade ist. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Gibt's ja gar nicht. Richtig. Ja, finde ich wirklich schwach, dass sie das nicht, Das Geile ist ja, dass mein Halo 4 auch kaputt ist. Klar, ich weiß auch nicht, wo mein Halo 4 überhaupt kaputt ist, ey. Komisch, ja. So, let's get behindert. So, jetzt sind deine DMR wahrscheinlich gespawnt. Dann nehmen wir uns auch gleich die Minen mit. Bravo wird angegriffen! Alter. Ich hab alle One-Shot gemacht, ich muss nur ein Double hier raushauen. Das ist kein Problem. Jetzt sind sie auf der anderen Seite, ich werd kirre. Alpha wird angegriffen. Ja, die machen das schon ganz gut. Die greifen koordiniert an von beiden Seiten. Oh. Problem ist halt, wir können die jetzt so weit wie möglich halt zurückhalten, die spawnen hier. Also von daher macht das wenig Sinn. Oh nein, ich hab grad den Ernährungsschirm aufgenommen. Hab's mal gewusst. Deswegen macht das wenig Sinn. Was man jetzt hier auch schon wieder beobachten kann, dass bei uns einer das Spiel verlassen hat, was ich ja eine Sünde finde, in ein Multiplayer-Spiel rauszugehen. Glücklicherweise ist im anderen Team auch einer weniger, was natürlich wieder für Gleichstand sorgt. Man muss, das ist halt dann das Problem, ne? Gehst du freiwillig raus oder bist du rausgeflogen? Musst du jetzt gehen und musst jetzt die Mutter wieder rummeckern? Ja, das ist immer das Problem, ne? Oh, das ist ein Kollege. Hab ich? Ich bin ja gespannt bei der Xbox One, da führen sie ja so ein Reputation System ein. Vorsicht! Wo du wirklich. Wo du eben markiert wirst als grüner Spieler, sozusagen ein Spieler, mit dem man gern online spielt. Gelb ist schon so Warnung und rot ist Cheater oder Spieler, mit dem man eigentlich nicht zocken will. Ich bin gespannt, wie streng da Microsoft sein wird und ob da auch vielleicht, wenn man ständig aus Spielen frühzeitig rausgeht, Alpha wird angegriffen. Ob man dann auch schon orangefarbener Spieler wird. Das wird sehr interessant zu beobachten. Oh Leute, wir nehmen uns auseinander hier. Hallo? Ich hoffe, es überleben, wie gesagt. Ja, der Race da draußen. Ich hab's gerade eingenommen, ich hab die alle töten können. Ich war gerade an ihn dran. Geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Schön. Na ja, nicht so egal, dann trotzdem. Ja, sie sind durch. Ja. Wir sind Gleichstand. Hallo, spawn jetzt! Wir dürfen sie jetzt auf keinen Fall den Kern bekommen lassen. Kern gestohlen! Kern. Aber man muss sagen, es ist ja hier jetzt zumindest ein spannendes Spiel für das. Das ist super, ja. Perfekt. Wir haben den. Zwei ebenbürtige Teams. Also hier hätte man jetzt einen Vorteil, wenn man halt dieses Bubble-Shit nehmen würde. Einfach nur mal so zum Hinweis. Da will jemand fahren, aber ich habe einen Sniper hier und ich bewache lieber ein bisschen mal. Ja. Wo finde ich denn hier den Spartan? Da kommt einer von rechts. Abi? Nee, das war links. Entschuldigung. Banshee. Ich habe nichts, um die Banshee zu ownen. Ich hätte mich ein bisschen zurück. Und man kann sich natürlich jetzt da hinstellen und versuchen. Fuck it. Da kommen jetzt ganz, ganz viele rein. Ja, und ich weiß nicht, welcher Phantom ist. Und einen habe ich. Den anderen habe ich auch. Beide down. Ja, ich weiß auch gerade verwirrt, ey. Das haben sie ja richtig gut gemacht. Ja, die spielen etwas cleverer. Aber nicht gut genug. Ja, haben sie mit der Sniper nicht gehört. Nimm mir das Schwert.
auch seltsam, dass wir beide hier alleine verteidigen. Das ist wieder mal ein, naja gut, jetzt hat sich einer zurück. So, da holt sich einer ran, schleicht mit dem Schwert, dann habe ich erstmal gesniped, gar kein Problem. Das ist ein... Oh, da gebe ich mich auf, das ist ein Problem für mich. Massaker. Nur ein Sniper-Schuss und ist Feierabend. Also wir könnten das jetzt natürlich einnehmen da in der Ecke, wo die jetzt da rumgammeln und uns wieder auf den Startpunkt zurückbringen. Das Problem meiner Meinung nach nur ist, dass es halt noch nicht weit genug weg ist und daher sich man nicht drum kümmern müsste, den jetzt zurückzunehmen. Ja, da sind einige wieder anderer Meinung. Aber die Banshee ist immer auch in der Luft. Leute, rennt doch nicht dahin! Weil der Banshee ist sauer auf mich anscheinend. Lass ihn mal von daraus reinballern. Einer bei mir. So, dann habe ich erstmal einen No-Scope gegeben, nur damit du Bescheid bist. Da ist er gerade am Drehen. Ich nehme mal das Schwert hier mit. Ich schieße immer noch in der Luft. Ah, fuck you! Scheiße, ich komme gerade raus. Ich weiß, dass er da ist und ich komme trotzdem raus. Aber wir hätten natürlich noch. Oh, hier habe ich den nächsten Sniper. Guck mal. Den nehme ich natürlich mit. Haben die Tor schon geschrieben? Ist what this? Nice! Da hab ich was krachen hören. Das freut mich ja schon ein bisschen. So, ich nehme das Schwert jetzt mal nicht auf. Noch eine Minute. Weil. Oh, es hat nochmal einmal. Einer hat es nochmal reingeschafft mit Schwert. Oh, der hat mich. Vorsicht. Gestohlen. Kern. Hat ihn noch einer geschafft. Ich weiß jetzt nicht, was er versucht. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt versucht hat. Kern gestohlen. Oh, da gebe ich ihm Ausgehoben. Fallen gelassen. Schöne Ding. Galen läuft da hoch. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Oh, One-Shot gesniped. Schön. Ja, down gemacht. Noch 10 Sekunden. Einer One-Shot. Oh. Scheiße, ich wollte es gerade einnehmen. Ich wollte gerade die Bench einnehmen. Hätte man nur noch fahren werden, ich werde erwürgt. Leute, das ist kacke, das ist dumm, das ist schlecht, das ist blöd. Es wird nochmal richtig spannend hier. Das kannst du vergessen. Das gibt's doch nicht! Der war jetzt clever, der war richtig clever, der Typ. Der war jetzt zu clever, Alter. Ja! Oh, Alter! Boah, das muss man sagen, war hier ein... Aber ich sag mal, wir haben gewonnen, weil wir es ein bisschen weiter geschafft haben. Wir haben's direkt vor... Ja, 2 Meter. Das waren immerhin noch 20 Meter. Oh, Leute, okay, das waren jetzt 23 Minuten. Wenn ich das als ganze Folge hochlade, werde ich wahrscheinlich ein paar Stunden dran sitzen. Also wahrscheinlich so 25 Stunden oder sowas werde ich jetzt dran sitzen, bis das hochgeladen ist. Aber das soll es fürs gewesen sein heute. Ja, wie gesagt, wenn wir den Blog hochgeladen haben, ach, wir gucken jetzt gerade mal, was wir noch für Kids gemacht haben. Wenn wir den Blog jetzt eröffnet haben, sagen wir Bescheid. Es wird vielleicht auch eine neue Twitter-Seite aufgemacht, genau. Aber da bin ich mir, irgendwie bin ich da noch so ganz unschlüssig, ich weiß es nicht so ganz. Wir werden das alles dann halt nochmal schön hinaus posaunen. Und man darf vielleicht auf ein Let's Play Together hoffen. Na, was hast du denn? Volltreffer 28, Tode 16. Das habe ich. 35, 16. man kann vielleicht auf ein Let's Play Together hoffen mit mir und MP. Aber jetzt nicht so ein ganzes Kampagnen-Ding, sondern so eine Koop-Kampagne und vielleicht auch ein bisschen Multiplayer. Was genau das sein wird, verraten wir jetzt noch nicht. Aber ihr dürft gefasst sein, würde ich mal vermuten, behaupten. Genau, und von meiner Stelle noch, ihr werdet von mir lesen. Ja, freue ich mich auf jeden Fall riesig. Wir bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Ach du Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das... Vielleicht werde ich das als mehrere Folgen hochladen oder sowas. Das ist mir dann doch zu viel auf einen Schlag. Gut, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss und ciao. Bis dann. Bye.